Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Jo, wir sind gerade dabei, unser Zuhause zu verstärken, weil man will es nicht glauben, es ist etwas angeschlagen. Ich muss mich eh schon selber auslachen, was soll's. Es ist etwas angeschlagen und ich versuche das jetzt mit allem, was ich kann, zu verstärken. Geht das denn nicht? Geht hier nur Fenster? Geht gar nichts mehr. Was habe ich denn jetzt wieder verkehrt gemacht? Ich wollte es nur löschen. Zuerst die Dekonstruktion beenden. Ja, wollte ich ja eigentlich. Haut das nicht hin? Ich glaube, das haut gerade nicht hin. Verstehe ich gerade nicht. Ich versuche es hier nochmal. Dekonstruieren. Ah! So, na, nicht das ganze Ding. Um Gottes Willen. So. Hier von mir aus ist ein Fenster gut. Ja. Aber hier möchte ich gern die Verstärkung haben. Bitte. Aha, mir fehlt schon wieder was. Und zwar Titan. Wer hätte das gedacht? So, dann kann ich hier noch verstärken. Das sollte auch noch klappen. Und dann, hoffe ich, dass ich das Wasser hier drin noch wegbringe. Hier wäre vielleicht ein Fenster. Na, hier bringt es ja Fenster auch nichts, glaube ich. Da ist das ja auch besser. Ja, weil hier haben wir eh ein Fenster, das passt eh. Hier haben wir auch eins, das passt auch. Alter, so hin, mein armes Schiff. Wah! Du Mistviech. So, ich gehe mal. Achso, ich kann gleich hier rein, Luft holen. Dann nehmen wir gleich die Motte mit. So, und dann schauen wir uns langsam nach Metallschrott um. Also Titan, ne? Jo. Würde ich mal meinen. Jo. Können wir auch ein bisschen tiefer tauchen jetzt. Das sollte kein Problem sein. Aber das mit den Viechern ist echt lästig. Das muss man schon mal sagen. Huch! Ja, genau dich habe ich gemeint. Du bist lästig. Wie viel Schaden haben wir? Bitte. Ich hätte gern was zum Ballern, ehrlich gesagt. Dass wir die Viecher da endlich mal wegputzen können, ne? Dann halt nicht so tief. Meine Güte. Bleibe ich halt weiter oben. Ist ja eh nicht schlimm. So, dann schaue ich mich halt hier um, ob es noch Schrott gibt. So. So, was haben wir denn hier? Da drüben ist einmal nichts. Hier hätten wir tatsächlich noch was. Steige ich mal kurz aus. Und pack das ein. So. Dann schauen wir mal. So. Ja, da haben wir das nächste Ungetüm. Dann muss ich auch mein Dingens reparieren. Mann, ey. Da wäre Salz gut. Ich glaube, ich kann schon mein Messer nehmen. Wenn ich diese Viecher nur killen könnte. Du bist lästig. Ich hasse dich. Du Viech, du Dreckiges. Ja, hau nur ab. Schade, dass ich daraus keinen Speer machen kann, so wie bei Raft. Das wäre cool. Davon ist noch so ein Kackviech. Bin ich schwer verletzt? Überhaupt nicht. Cool. Ich konnte mich erfolgreich wehren. Wer hätte das gedacht? So, viermal Schrott, das müsste reichen. Ein bisschen als Salz haben wir gefunden, das ist gut. Dann nehme ich nochmal ein Salz mit. Da vorne ist ein Ei, das machen wir gleich kaputt. Ein Haustier. Nanu, wird das nicht kaputt? Ich hätte es aber gerne, dass es hin wird. Oh, ist schon zerschnippelt, oder? Ja, passt. Ich habe dein Ei kaputt gemacht. So, wie schaut es mit Essen aus? Wäre auch mal gut, wenn es hier ein Blasenfisch vielleicht, oder? Ein Bumerangfisch. Mal schauen, was wir erwischen. Ich würde den Bumerangfisch wählen, wenn es geht. Jawohl, haben wir schon. Und zurück zu unserer Motte. Die Kamotte-Motte ist da drüben. Dann schwimmen wir heim. Ja, sofort.
Bitte keine Aufregung. Ich will das Reparaturwerkzeug noch schnell hier. Okay, hier haben wir einiges noch. Aha. Willst du noch mal ein paar Watschen haben? Kannst du gerne haben. Ich will an deiner Stelle versuchen, dass du abhaust hier. Weil ich mach dich platt. Hoffe ich halt, dass ich dich erledigen kann. Naja, naja. So, Schiff. Oh Gott, das ist zu weit weg. Oh oh, jetzt werde ich sterben, ha? 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 Nein, ich glaube, es geht sich aus. Wow, Glück gehabt. Fast gestorben wegen dem Viech, ey. Mistviech. So. Will man das einmal verkloppen? Na, das ist die Rettungskapsel. Wo ist die Motte? Da drüben. Mei, bin ich blöd. Ja, ja. Komm nur. Ich weiß mich schon zu wehren. Ist es tot? Ich hau noch ein paar Mal drauf. Sicher, sicher. Bewegen tut er sich nimmer. Er zuckt noch. Schade ist, dass man von dem kein Essen kriegt. Ein Bumerangfisch. Ja, zuck nur. Ich hab dich besiegt. Wir sind die Stärksten. Jawohl. Der Mensch, das stärkste Raubtier. So. Aber ich hätte trotzdem gegen dieses eine Riesenviech, was unsere Seemotte verspeisen wollte, gegen dem hätte ich keine Chance. Keine Chance. Es wäre halt echt, ist halt echt die Frage, ob es wirklich Geschosse auch gibt. Also ich meine, es gibt ja... Unter Anführungszeichen gibt es schon Waffen. Dieses... Ja, sehr's. Aber eher mehr zum Abwehren. So, nix hier weg. So. Könnte auch sein, dass ich es nur bewusstlos geschlagen habe, weil es hat ja noch gezuckt, ne? Aber ist mir ehrlich gesagt auch schon recht. Hab's auch tot. Also, unbeweglich, so. Na, 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 na. Es ist bewusstlos. Hauptsache tot. Jawohl. Schön. Sehr schön. Ja, dumm. So. Fabrikator. Ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Das reicht mir schon. So, jetzt gehen wir weiter bauen. Und hoffen, dass wir unser Zuhause Lithium fehlt. Verdammt. Haha. Lithium fehlt. Okay. Wenn ich jetzt in den Scannerraum reingehe. Also reinschwimme, besser gesagt. Kann ich Lithium ausfindig machen? Hoppala. Fällt mir gerade ein? Nein! Ja, das geht schon mal. Das ist gut. So. Fenster geht nicht. Habe ich noch irgendwo was schon angefangen? Das ist fertig. Hier vielleicht? Ah, da fehlt mir Lithium. Okay. Ich wollte nur klubschen, ob es möglich ist, dass ich Lithium hier per Scan finden kann. Wo war denn das? Hier, glaube ich. So, ich hätte gerne Lithium. Hier sind wir. Da unten ist was. Okay, direkt unter uns. Ah, das dürfte die Höhle sein. Gut, glaube ich. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg. Eigentlich kann ich hier schon raus, ne? Alter, alles zerspringt. Mein ganzes Ding ist kaputt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das wirklich hätte oberflächlich müssen bauen. Das Tauchdock. Vielleicht das so oben, dass es über Wasser steht. Dann habe ich mich selber quasi ins Knie geschossen. Langsam! Was machst du denn? So, hier unten müsste jetzt eine Höhle sein. Da wollte ich sowieso schon mal rein. Die da, genau. Schaue ich mal, dass ich mit unserer Seemotte so weit wie möglich hier rein kann. Nach Möglichkeit. Da hätten wir schon mal was, glaube ich. Boah.
Na, das Licht kann bleiben. Ja, ja. Ja. Das war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das, was ich wollte. Ich bräuchte jetzt selber eine Taschenlampe, ne? Lithium! So, probieren wir mein Glück. Zack, einsteigen. Wow, es lädt. Ja, geht schon. Wunderbar. Dann schauen wir uns hier kurz einmal um, an der Decke. Ob es hier vielleicht was gibt. Schauen wir noch ein Stück weiter rein. Ein Lithium ist mir sogar zu wenig. Ich bräuchte sogar ein bisschen mehr. Wer hätte das gedacht? Schwenk, schwenk. Alles Lithium, Hände hoch. Ja, wer sind denn Sie? Ja. Sie kennen wir doch. Sie lästiges Ungeziefer. Eine riesengroße Höhle. Ah, was haben wir da? Da ist Lithium. Na, Blei, glaube ich. Ah, das könnte Blei sein. Ich glaube, du bist Blei. Na, Lithium. Glück gehabt. Glück gehabt. So, mal schauen. Vielleicht habe ich noch mehr Glück. Wir finden noch mehr Lithium. Jui, jui. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis, glaube ich, ne? Wo ich noch einmal mein Glück da drüben. Nicht zu schnell. Sonst haue ich mich wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, ich haue mich sicher wo an. Au! Das war auch zu schnell. Das sind nur Pflanzen, ne? Da ist sonst nichts. Ober uns ist auch nichts. Dann nochmal hier durch. Wie viel Schaden habe ich? Es geht. Ich bin nur angerempelt, aber Schaden habe ich keinen bekommen. Zum Glück. Au! Ja, okay, das schon. Jetzt habe ich mich selber erschrocken. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Du Ding. Wie heißen die? Stalagniten oder so, ne? So. Gibt es ja auch einen Unterschied. Die heißen anders als wie die, die von der Decke hängen, glaube ich. Also Lithium zu holen ist echt nicht einfach. Okay, ich sollte mich reparieren. Was willst du? Ich sollte mein Gefährt reparieren. Unbedingt. Passt. Schon besser. Bevor ich hier noch absaufe. So, und jetzt langsam. Nach Möglichkeit. So. Ist hier irgendwas für uns dabei? Lithium. Lithium. Mit L. Schaut nicht so aus. Hier vielleicht. Ah, hier komme ich nur. Aha. Bitte nicht Bumm machen. Au. Doch, es hat Bumm gemacht. Verdammt. So sanft kann man gar nicht hier schwimmen mit dem Drum. Ah, ich habe keinen Schaden bekommen. Hey. Gott sei Dank. Ja. Wow. Ich muss runter. Ich habe gerade gesehen, in mir ist wieder so ein Dings. Ich habe kein Glück, glaube ich, mehr, ne? Hier sind wir, glaube ich, fertig. Hier ist nur eine riesengroße Höhle, aber sonst irgendwie nicht wirklich was von Bedeutung. Wow. Langsam.
Es wäre halt auch praktisch, dass die Seemotte so einen Scanner vielleicht mal kriegt. So ein Umgebungsscan. Da ist was, schau mal. So, so. Na, passt schon. Ein Diamant. Mein Inventar ist voll. Ich glaube, ich muss weinen. Ich bin eh durstig. Das passt eh ganz gut. Prost. So, aber jetzt, wo bist du hin? Diamanti! Hallo? Ich brauche meine Taschenlampe. Ich brauche meine Lampetasche. Lampetasche. Da ist es. Ah, die ist leer. Die kann ich schon einschalten, probieren. Die ist leer. Die hat es hinter sich. Ich will einsteigen. Danke. So, passt. Strom haben wir noch genug. Ah, da oben ist auch noch was. Hoppala. Da oben ist auch noch was. So. Gold. Lol. Ich trinke noch einen Schluck. Hol mir noch das Gold. Wenn ich es noch finde. Ah, da unten rollt's. Hier rollt's, ja. Gut, ich sollte hier abhauen. Ich sollte von hier versuchen zu verschwinden. Mal schauen, ob es mir gelingt. Jetzt müsste ich noch diesen Platz finden, wo es nach oben wegging. Nein, das war hier nicht. Ah, ich bin von unten, genau. Ich bin ja von unten gekommen. Da muss ich wieder zurück. Na, gute Nacht. Halt, langsam. Ich werde mich sicher wieder wo anhauen. Oh, das ging gut. Erstaunlicherweise. So, ich glaube, hier konnte ich raus. Langsam, glaube ich. Oder auch nicht. Vielleicht finde ich noch ein Lithium an. Dann muss aber ein Titan... Schau, tatsächlich. Da muss ein Titan dafür weichen, wollte ich sagen. Da kicken wir das raus. Und... hier. Ach so. So, ein Lithium. So. Und einsteigen. Welcome aboard, Captain. Grüß Gott. Ist da auch eins? Na, das schaut jetzt nur so komisch aus, ne? Da muss die Macken wirklich ganz genau glubschen. Wahrscheinlich eh schon bei 1000 vorbeigeschwommen. Was nicht sehr cool wäre. Da unten hätten wir noch ein Erzelein. Aber darauf werde ich jetzt, glaube ich, kurz mal verzichten. So, jetzt ist die Frage, komme ich hier raus? Oder nicht? Noch kurz umklupschen ein wenig. Möglichkeit auf Lithium. Schaut nicht so aus. Hier ist, glaube ich, auch keins. Dann versuche ich mal mein Glück langsam. Ich glaube, das ist mir geglückt. Ach, jetzt bin ich erst wieder hier. Okay. Lol, ich komme hier nie mehr raus. Ah, hier. Vielleicht. Da. Wir arbeiten uns halt langsam nach oben. Ist das jetzt normales Gestein? Ich glaube, ne? Ja. Au! Na! Was hast du denn für Leiden? Ja, jetzt hör auf, dich zu beschweren. Au! Das wollte ich nicht darüber. Meine Güte, ich flatter nach oben schauen. Die falsche Richtung geschwommen. Die Höhle, da komme ich nie mehr raus, glaube ich. Na gut. Ich habe keine Ahnung. Sind wir jetzt von da gekommen? Ich glaube, ne? Oder auch nicht. Hängt das zusammen? Hängt zusammen, ne? Ja, hängt zusammen. So. Aber die habe ich bestimmt noch nicht gescannt, oder? Was bist du? Kann man dich scannen? Nein. Scheibenkoralle, aha.
Okay. Ich habe eh keinen Platz. Ich wollte nur wissen. Habe ich tatsächlich schon was gemacht? Warte, dahin sehe ich was. Ein Lithium. Titan weg. Lithium. Nein. Titan weg. Warten, bis es absinkt. Und Lithium einpacken. Lol. Rein per Zufall entdeckt jetzt. Sehr gut. So. Gut. Ich schaue mich nur mal kurz um, ob es hier vielleicht... Na. Da muss ich den Weg versuchen zurückzufinden. Also hier lang. Wird es doch wohl irgendwo nach draußen gehen. Weil hier kommt man nur dort rüber, ja. So. So. Dann glaube ich hier runter wahrscheinlich. Ich probiere es mal. So, den Raum kennen wir ja auch schon. Genau. Die Monster gehen schon wieder ab, also dürfte es Nacht sein mittlerweile. Da brauche ich mein Glück hier unten. Hier drüben wäre so eine Möglichkeit. Aber ich probiere es hier unten. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon war. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ah, tada! Wir haben den Ausgang gefunden. Wer hätte das gedacht? So, na, nicht mal. Es ist wieder hell. Schön, wir jetzt eine ganze Nacht hier drin verbracht. Super, macht nichts. Wir haben genügend Sauerstoff, das ist gut. Essen haben wir auch noch genug, also satt sind wir noch, das meine ich. So, dann würde ich sagen, wir reparieren bzw. bauen weiter. Da ist ein Fenster wieder. So. Bauen, 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 bauen. Zack, fertig. Sehr gut, da drüben. Zack, zack. Sehr gut. Hier herüben. Zack. So, schön verstärken. Zack. Hier herüben. So. Huch, was fehlt denn schwer? Titan. Es fehlt Titan, Titan. Jetzt wird es dann wohl hoffentlich bald mal hier stabil sein wieder. So, wieder einsteigen. Habe ich Schrott dabei? Nö. Ich wollte nur mal schauen. Nein, nein. Das heißt, wir gehen nochmal schnell schauen, dass wir Schrott kriegen. Metallschrott für Titan. Ja. Dann versuchen wir weiter unser Zuhause auszubauen. Zu verstärken. Dass es wieder bewohnbar ist. Ja, ich lache mich eh schon selber aus. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich lache mich eh selber aus. So. Zack, den nehmen wir mit. Da vorne haben wir noch was. Zack. Da schwimmt, glaube ich, Essen rum. Hier wäre die Torn. So, lala. Da hätten wir auch noch was. Kupfer. Da wäre ein Bumerang-Fischi. Boah. Da hätten wir auch noch was. Zack, noch mehr Kupfer. Da vorne ist nochmal Schrott. Zweimal sogar. Ich glaube, da kann ich eh nur mehr eines tragen. Ja, weil... voll. Gut. Gut, dann fahren wir wieder nach Hause. Dann fahren wir wieder nach Hause. Trali, trala, trala. So. Und zwar, unser Zuhause ist... in welcher Richtung? Da drüben. So. Und Vollgas. Dann haben wir das. Bauen wir weiter aus. Wahrscheinlich muss ich mich noch von ein paar Fenstern trennen. Wenn ich Pech habe. Dass ich die Bude irgendwie verstärkt kriege. Scheißlich ungut ist das. Scheißlich ungut. Wirklich.
Dass das so ein Problem macht, das drum hier, hätte ich nicht gedacht. So. Freud und Leid. So. Bitte konstruieren Sie. Soll ich hier auch noch ein Fenster hinknallen? Ich glaube, das mache ich auch weg. Ich glaube, da mache ich auch noch eine Verstärkung dran. Hä? Lithium. Fällt schon wieder? Echt schon weg? Lithium ist schon wieder weg. Sehr gut. Achso, mir fehlt ja auch Titan. Genau. So, guten Tag. So, ich baue mal so einmal. Dann werden wir auch gleich das Essen machen. Unseren Bumerangfisch. Den werde ich aber, glaube ich, diesmal, damit er mir ausgibt, sogar pökeln. Wasser haben wir eh noch. Dann würde ich sagen, mal lecker schnammeln. Nam, nam, nam. Ah, Wasser muss ich herstellen. Okay. Da brauche ich wieder meine Koralle da drüben. Die da, da. Von dem Spinter da. So. Halt. So. Medikit muss ich dann auch noch kontrollieren. Ich will haben einmal Chlor, bitte. Danke. Und einmal Wasser. Jawohl. Und dann saufen wir uns nieder. So. Dann noch das Medikit. Da haben wir auch schon mehr als genug. Geht das jetzt nicht auf? Doch. Huch. Ich glaube, das ist kaputt. Wenn ich das reparieren versuche. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Oder ob es eh wieder aufbricht. Versuche jetzt einfach mal zu reparieren. Was fehlt hier? Ist die Batterie leer? Tatsächlich. So. Aber jetzt. So. Da vorne noch. Oh je. Ja. Es ist so ungewohnt, im Zuhause keine Luft zu kriegen. Das heißt, wir bauen jetzt einmal ganz schnell. Lass mich raus. Unsere Motte aus. Hä? Ich bekomme heraus und leichter Luft als drinnen. Ist das normal? Ich glaube nicht. So, jetzt will ich mal schauen. Es schaut besser aus, ne? Noch habe ich keine neuen Risse bekommen. Hier. Das ist gut. Das ist ganz gut. Kann ich hier auch was reparieren? Hier? Da schaut das Glas okay aus. Ja, das mit dem Druck habe ich echt nicht bedacht. Das ist, ja, sehr interessant. So. Ist hier repariert, ich hoffe. Da ist wieder was kaputt. Schauen, ob da hinten was kaputt ist. Ja. Habe ich das fertig gebaut? Ich glaube, ja. So. So tief unten sind wir ja eigentlich gar nicht. Und trotzdem zerreißt es uns, wortwörtlich. Pump integrity restored. Aha. Ich glaube, das Wasser wird jetzt abgesaugt. Unser Zuhause scheint wieder stabil zu sein. Ich hoffe, dass sie das mit Pumpe meint. Hier ist auch noch was. Abfalleimer. Jawohl, es geht schon, sinkt schon. Sehr gut. Wir kriegen Luft zu Hause, wer hätte das gedacht? Wow. Aber cool ist es schon irgendwo. Arg, aber cool. So. Kann ich das schon verstärken? Nein, Lithium fehlt, ne? Oder ist mein Titanium schon weg? Nein. Das Lithium fehlt. So, habe ich hier eigentlich volle Batterien drin, ne? Leere habe ich keine hier drin, ne?
Die habe ich woanders. Wo habe ich die denn eigentlich gebunkert? Leere Batterien. Oder habe ich die wirklich weggeschmissen? Ah, hier sind sie. Gut, also, wo ist denn meine Leere? Die kommt hier hin. Das Silbererz nehme ich mit. Das kommt nämlich da. Nein. Dahin. Nein, du bist der Fabrikator. Dich wollte ich. So. Hier kommt das Silbererz rein. Auch das Golderz und das Kupfer. Ja, so passt schon besser. Diamant, den habe ich hier. Gut, da kommt Diamant rein und das Blei. Passt. Quarz habe ich leider noch keins gefunden. Momentan noch. Ist hoffentlich jetzt nicht allzu schlimm. Bin schon froh, dass unsere Wände jetzt wieder halten. Hat ja auch nur zwei Parts gedauert. Und wir haben jetzt ein Tauchdock. Sehr gut. Jetzt können wir dann mal schauen, was wir mit diesem Tauchdock hier jetzt anstellen können. Dumm, dumm, dumm. Wie man da jetzt was in Auftrag geben kann. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Ihr Lieben, das war's jetzt wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!